Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Wir starten hier nicht, wie wir die letzte Folge abgeschlossen haben, sondern ich habe mich hier mal ein bisschen umgeguckt und dann auch mal ein bisschen meine alten Welt ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen mir das angeguckt. Und ich muss sagen, wir müssen das anders machen hier. Und zwar als erstes, warum droppen die Frames wieder? Hallo, Frames, hallo. Du hast auf... Naja, egal. Wird es wieder Nacht? Das ist ja ein super Start. Ja, ich mag das auch nicht. Wir werden diese Slabs hier ersetzen müssen durch richtige Steine. Also durch diese hier. Warum? Weil... Aber wie habe ich das hier gemacht dann? Schwierige Frage. Weil, wenn das Wasser hier abfließt... Moment, ich gehe mal kurz schlafen. Ich zeige euch das mal gleich. Daran habe ich mich... Ach, komm schon. Es ist doch schon dunkel. Und wir wollen alle schlafen. Denn wir wollen am nächsten Morgen wieder in aller Frische uns ans Werk machen. Und endlich mal die Maschine fertig kriegen. Komm schon, du hübsche, wunderhübsche, untergehende, viereckige Sonne. Das ist jetzt aber blöd, ein bisschen 1. Ich muss mal wieder runter auf 1.7.4, weil da gab es diese störenden Nebeneffekte nicht. Ich bin ja nur auf 1.7.5 hoch. Bin ja mit 1.7.4 gestartet. Da war alles super. Da konnte ich auch diese anderen Texturenpakete von dieser anderen Minecraft-Versionen auch problemlos laden. Ich habe das ja nur gewechselt, weil ich ja damals die Probleme hatte. Damals. Früher! Naja, egal. So, ich zeige euch das mal am besten, wenn ich das Wasser hier laufen lasse. Wenn ich jetzt hier alles laufen lasse, mit den Slabs, ist das Problem, dass ich abgetrieben werde. Dass hier drauf, auf den Slabs, sehr viel haften bleibt und ich dann nachträglich hier nochmal runtergehen und alles einsammeln muss. Das bleibt uns erspart, wenn man hier richtige Sandsteinblöcke setzt. So. Ganz genau so habe ich das gemacht. Und hier habe ich, das weiß ich jetzt, immer einen Lightstone genommen. Und da drauf dann ein Slab, sodass wir dann hier diesen Treppeneffekt hatten. Leider habe ich jetzt nicht, aber ich mache jetzt mal den hier. Ja? Dann hatte ich hier drunter, das sah schön aus, sieht schön aus und ich glaube, ich werde das auch hier wieder machen. So haben wir in der Nacht alles schön beleuchtet. Und mit diesem Texturenpaket, ich denke mal, im Großen und Ganzen werden wir auch bei diesem Texturenpaket bleiben. Dann werde ich das auch wieder so nutzen. So, dann hat man hier problemlos den Zugang runter. Und, also insofern, nichts mit Stufen. Aber die Stufen benötige ich später noch. Also von daher war das jetzt... Nichts verschwendet. Hoppala. So. So und so und so und so. So und so nochmal. Nein, ich werde abgetrieben. So, und hier haben wir das ja... Hier wollten wir eine Senke reinmachen. Stimmt, okay. Dass das dann hier auf der Höhe bleibt. Warte mal, bleibt das denn auch auf der Höhe? Ich muss da mal gucken. Eins, zwei. Eins. 2, 3 und 4. 3, 2, 1 und... War das jetzt richtig? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2... Nee. Eins. Hier müsste das... Wir sind dann... Och nein, sag nicht, ich habe das hier falsch gemacht. Heißt das, ich habe hier eins zu viel abgetragen? Oh, das werdet ihr mir nie... Oh je. Eins, zwei, drei, vier. War das jetzt richtig? Habe ich das jetzt richtig gezählt? Ich bin jetzt total verunsichert, Leute. Eins, zwei, drei, vier.
Ja, wir sind auf Höhe 4. 4, 3, 2, 1. Super. Doch, ist schon richtig. Mein Gott, da habe ich jetzt, hätte ich mich aber auch wirklich selbst geärgert. Gut, liebe Leute, und hier habe ich nochmal nachgeguckt. Ich hatte hier unten drunter, das mache ich jetzt, das ersetze ich jetzt aber nicht. Ich hatte hier überall erstmal Erde. Ja, also diese Ebene, die hatte ich voller Erde. Die muss ich jetzt nicht nochmal mit Holz auskleiden. Was ich aber... Warte mal, kann ich das machen, ohne Gefahr zu laufen? Ich habe mir auch nochmal angeguckt, wie ich das jetzt hier mit der Schaltung gemacht habe. Und ganz ehrlich, ist es leicht... Nein, 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 nein. Wo ist Holz, Holz, Holz? So. Nein, hier. Ach man, das ist doch jetzt richtig... Richtig, richtig ärgerlich. Ich könnte so... Ah. Okay, ein bisschen Schwund ist ja immer, ne, Leute? Lass mich mal hier runter, bitte. So. Hier muss ich das wegdraxeln. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich da jetzt was falsch gemacht, glaube ich. Gut. Okay. Wir sammeln hier alles fleißig ein. Und versuchen, Kollateralschaden zu vermeiden. Na, dann muss ich hier wieder aber den Schalter... Ja, ne, es wäre doch wirklich auch zu einfach gewesen. So, pass auf. Machen wir jetzt... Das muss ja hier bleiben. Habe ich denn eine Schaufel? Erstmal müssen wir das hier und das hier. Und hier ist die Schaufel. So. Wir haben... Boah, ist ja wirklich alles weggespült worden. Ernsthaft? Lass mich mal hier... Oh Mann, ey. Oh Mann. Okay. Na gut, liebe Leute. Dann machen wir mal hier eine Fackel dran. Wo ist denn hier eine Fackel? So. So, damit wir hier nicht immer im Dunkeln rumlaufen müssen. So. Ich würde sagen, dann klappt. Nutzt ja alles nichts. Das war falsch. Klack, her. So, 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 so. Okay, das hätten wir. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. So, jetzt, müssen wir hier, damit das hier nicht reinläuft. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. So, hier ist Erde. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ich, So, wie muss denn... Der muss hier hin, ja? Wie habe ich denn das gemacht? Genau. Na, lass mich los. So, wenn das jetzt richtig war. So, so. Na komm, schon. So. Und so. War das jetzt so richtig? Das war nicht ganz richtig. Weil... Nee, der muss ja hier schon hoch. Das heißt, der müsste hier und hier. Klack. So, dann muss hier Redstone hin. Den kann ich hier wegnehmen. Und hier muss Redstone hin. Und hier ist einmal noch Redstone. So, dann müsste, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, obwohl, der muss doch eigentlich hier sein, der Schalter. Hier, ganz genau, hier muss der sein. Wo ist denn der Schalter? Hier, der hat hier zu sein. So, hier ist das und hier. So, was mache ich denn da? So, dann hat der hier zu sein, dann muss das hier weg. So. Okay, das war jetzt wiederum doof. Momentan. So wäre das richtig gewesen, richtig? Okay, und wieder alles einsammeln. Oh Mann, eine Katastrophenfolge, die wieder seinesgleichen sucht. Aber ich sag ja, Leute, wenn etwas schief gehen kann, dann geht es schief. Und vor allem, na komm her. Vor allem, wenn es mit Wasserzuflüssen und mit Redstone-Schaltung zu tun hat. So.
Jetzt nochmal. Du kommst weg. Du kommst weg. Und du kommst weg. Du kommst auch weg. So, und der irreführende Block hier kommt ebenfalls weg. Gib mir die Axt auf die 2. Zack. Und zack. So. Und das hier kommt ebenfalls weg. Aber das ist dann... Das muss doch hier sein und nicht hier, bin ich jetzt... Ja, ein sehr stabiler Schalter. So, hier muss der doch richtig sein. So, das heißt, der muss genau... Dann mache ich das hier auch mal weg. Und hier, den hätte ich hier dran lassen können, ne? Nein, hätte ich nicht. Ist doch gelogen, was mache ich da? So, dann gucken wir uns das nochmal an. Also hier müsste jetzt so... So und so müsste das dann sein. Stimmt. So, dann haben wir hier und hier und hier und hier. Müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ach, guck an. Hat ja lang genug gedauert, aber es hat tatsächlich geklappt. Ja, wie gesagt, hier können wir natürlich noch... Jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich das hier... So, dann machen wir das mal so. Das kommt ja eh alles. Genau. Dann haben wir hier... Ja, das passt doch. So, hier haben wir unsere Etage, die wir sowieso hätten. Diese Art Terrasse oder was wir auch immer uns da ausdenken. Und dann werde ich... Jetzt haben wir es schon wieder so dunkel. Aber ich darf ja sowieso noch nicht schlafen. Das ist ja erstmal verboten. Gut, dann mache ich hier erstmal dicht. So, so, so. Dann werde ich das... Ach, habe ich kein Holz mehr. Ja, wollte ich doch sagen, wir haben nur noch Holz. Na, komm schon. So, und wir haben auch genügend Bäume noch im Lager. Jetzt gehe ich aber schnell schlafen, weil es wird doch ziemlich arg dunkel. Warum habe ich mein Bett so weit weggestellt? So, kurz was trinken. Ach, das tut gut. Mm. Ein eisgekühlter Energy Drink. Nö, Esel, du kriegst nichts. Für Tiere ist das nicht gut. Das ist nicht gut für die. Nee. Nee. Was hier wieder? Für eine Schweinerei. Was ist denn hier wieder für eine Schweinerei? Hm? Das ist aber so auch nicht richtig. Habe ich noch einen Eimer? Gib mal her. Was habe ich denn hier wieder falsch gemacht? Hm? So. Hier haben wir das übrigens ganz... Was? Ganz genauso gemacht. Haben wir das genauso gemacht? Wow. Ich habe das genauso wie hier gemacht, meine ich. Nur ohne... Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Wie habe ich das gemacht? Hm, müsste ich nochmal gleich nachgucken. Das würde mich jetzt echt interessieren. Wie habe ich die Ränder nochmal gemacht? Das habe ich wieder total vergessen. Soll ich mal gucken? Ich mach das mal. Ich bin ja mal so verschwenderisch. Wir machen es ja... Ja. Ich möchte darüber nicht reden, Leute. naja. Lalalalala. Hallo, Hundi. Na, du? Na, du? Komm mal her. Weißt du was? Ich hole mal eben Lightstone. Oder Glowstone, wie auch immer ihr es wollt. Dann werde ich den Kleinen mal ein bisschen hier... Ne? So, nein, 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 nicht. So und so. Zwei Stück reichen. Warum? Zack, 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 zack. Warum ist das so? So, dann packe ich das hier wieder. Obwohl, ne, das wollte ich doch eigentlich zu den Erzen packen, ne? Ist zwar kein richtiges Erz, ich weiß, liebe Leute. Aber, habe ich mir halt so angewöhnt in meiner anderen Welt. Warte, Moment mal. Ah, Auge jucken. Vor allem beide Augen gleichzeitig. Wie geht das denn? Weiß ich mal, warum? So, Hundi. Oh, jetzt habe ich einen Schluck auf. Ja, komm her. Ja, hier. Ja, toll, ne? Magst du mitkommen? Magst du mal mitkommen? Komm mal mit. Komm. Ja, komm. Hundi, komm. So, ist vor allem mal erstmal Tür zu.
Wenn du nicht da bist, müssen wir die Türen zumachen. Ja, ja. Ja, komm mal mit. Komm, ich zeig dir mal, was ich hier gemacht habe. Komm. So, so. Ja, komm her. Ja, komm hoch. Ja, komm. Guck mal, wie die Herzchen hochgehen. Ach, komm her. Na, du? Ja, guck dir das mal an. Hm? Was hältst du davon? Komm mal hoch. Ja, komm mal hoch. Hä? Und jetzt mach mal Sitz. Was hältst du davon? Schön, ne? Ja, meine ich doch. Finde ich auch. So, der Wasserzufluss ist hier. Ja, ja, klar. Der Wasserzufluss ist hier. Und hier habe ich dann so ein Glowstone drin. Das sah aber irgendwie... Doch, doch, das ist schon richtig. Na, lass mich nicht abtreiben hier. So, jetzt muss ich aber hier natürlich aufpassen. So. Und, zack, 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 zack. Und nochmal, zack. Dann müssen wir hier mit. Und wieder Erde. Ja, ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. Ich weiß, ich weiß. Haben wir jetzt keine Sandsteine mehr? Haben wir jetzt keine mehr im Gepäck? Und ich war doch gerade noch... Na, egal. Pass auf, dann machen wir das so. So und so. Und ja, dann haben wir das. So, so ungefähr. Entschuldigung, so ungefähr sieht das dann aus. Das sah doch nicht so aus. Das sah anders aus. Meiner Welt sah das viel... Müsste ich gleich nochmal nachgucken, aber ich meine... Das wäre jetzt aber ärgerlich, wenn ich da jetzt hier wieder abholzen müsste. Aber ich meine, so ungefähr hat das ausgesehen. Hab ich hier... Nein, hab ich nicht. Ich mach das dann mal, damit ich ungefähr... Ich brauche ein bisschen... Immer ein paar Orientierungspunkte. Ja. Ist klar. Jetzt hört mal auf. Ihr macht mich wahnsinnig. Ja, ihr alle. So, Zäune. So, und das müsste vielleicht fürs Erste reichen. Wo sind die Zäune? Hallo? Ah, hier. Gut. Denn, dann habe ich das... So, dann habe ich das nämlich schön eingezäunt. Und hier war das. So ungefähr habe ich das dann bei mir. Natürlich noch viel ausgebaut, aber so, dass ich dann ungefähr... War der Schalter wirklich da? Ja, natürlich war der da. Hier habe ich dann Platz gehabt. Also ich glaube... Hatte ich den einfach so, oder hatte ich den unter einem... Das wäre jetzt doof. Aber egal. Ich würde sagen, das reicht. Und dann machen wir uns mal an die Arbeit. Hier müssen wir noch den Wasserzufluss machen, da hinten auch. Und aber hier bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ganz ehrlich, liebe Leute. So, was ist denn hiermit los? So, das war doch alles okidoki. Wo ist dein Problem? Ach, weil wir hier noch einen in die Tiefe mussten. Stimmt. So, jetzt dürftest du eigentlich nicht mehr motzen, richtig? Ach, guck an, wie schön. Super. Und hier dürftest du auch nicht weiter. Klasse Sache. Aber wir müssen ja hier... okay. So. Ach, guck an, ist wieder Weizen gewachsen. Oh, das war noch nicht fertig gewachsen. Ja, jetzt motzt ihr. Erst wollt ihr Liebe haben und jetzt motzt ihr, weil es zu eng ist, ne? Ja, das dauert aber noch ein bisschen mit eurem Bauernhof. Ja, tut mir leid. Jetzt fangt ihr auch noch an. Ich muss mir schon... Wisst ihr, was ich mir von den Schafen habe anhören müssen? Macht ihr das doch mal hier. Und ich stelle mich hier in den Links in das Gatter. Und dann bin ich am Motzen. Könnt nur motzen, könnt ihr. Ja. Ja, ja, jetzt kommt mal her. Ich kann auch anders, Leute. Ganz ehrlich, jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet wirklich die Begabung von Dr. Dolittle. Kennt natürlich jeder, kennt Dolittle, Dr. Dolittle. Jetzt stellt euch mal vor, ihr könntet wirklich die Sprache der Tiere verstehen. Also ganz ehrlich, ich würde mich nicht darüber freuen.
Also ich wüsste nicht gerne, was die Tiere über mich denken. Oder was sie mir zu sagen hätten. So, wenn das dann hier kommt, dann kommt hier noch einen schönen Treppenaufstieg hin. Mit Kies und mit Ziegelsteinen. Was natürlich auch wieder umzäunt wird, etc. Und doch, das wird eigentlich nicht schlecht. Jetzt muss ich aber gleich nochmal zurück. Können auch gleich hier... Ach, guck an, ich habe Hunger. Wisst ihr was? Ich habe doch hier Weizen, ne? Ne, das habe ich auch. Ich mache mir jetzt gleich erstmal zu Hause ein paar Brote im Keller. Wird ja mal langsam Zeit. Jetzt habe ich hier das provisorische Feld auch nochmal nachgepflanzt. Aber ist okay. Ich denke mal, so schnell, auch wenn es kurz vor der prinzipiellen Vollendung ist, die Erntemaschine, muss das ja erstmal noch alles seine Richtigkeit haben. Aber ich denke mal, im Prinzip haben wir die Maschine nämlich schon fertig. Im Prinzip. Also sie funktioniert so, wie sie soll. Und ja, das ist doch eigentlich, ne? So und so. So, dann haben wir auch wieder ein bisschen Brot und gucken hier einmal kurz rein. Alles schön, so wie es sein soll. Und dann holen wir uns das, was wir eigentlich wollten. Mann, Mann, Mann. Ja, liebe Leute, ja. Muss mal wieder ein Thumbnail machen, ne? Ich mach mal wieder ein... Na, komm schon. Am Sampen. Weil jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, bin ich sowas von restlos begeistert. So, na komm. Jetzt geht die Sonne unter. Ernsthaft? Okay, dann machen wir ganz schnell ein Selfie, ein Screenshot. Ein Selfie? Jetzt geht's aber los hier. So. Erkennt man nicht viel, aber ist ein Anfang und ich habe meinen Screenshot. Und liebe Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute von hier und gucken, ob wir in der nächsten Folge vielleicht nicht schon die Erntemaschine auch ja schon in Betrieb nehmen können und alles drumherum, so mit Verzierungen und Wegen und so weiter, das kann man natürlich nachträglich machen, aber Hauptsache, dass die Maschine in der nächsten Folge schon voll funktionsfähig ist und wir sie einsetzen können. Gut, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei, wenn wir das dann halt in Angriff nehmen. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.